Was geht, Freunde? Willkommen zum 26. Spieltag in unserer Regionalliga-Saison. Wir spielen heute in Strahlen und leider Gottes ist das ein echtes Kellerduell. Wir schauen hier mal auf die Tabelle. Wir stehen auf Platz 17 und spielen gegen Strahlen, die auf Platz 18 stehen, mit jeweils 18 und 13 Punkten. Ja, beide Mannschaften müssten auf jeden Fall einen Gewinn. Ein Punkt, also ein Unentschieden, bringt uns beiden gar nichts. Wenn Strahlen gewinnt, kommen die uns nochmal erschreckend nahe. Und wenn wir gewinnen sollten, ja, schießen wir Strahlen auf jeden Fall damit ab und machen es nochmal spannend um den Abstieg. Was unser Ziel natürlich auf jeden Fall ist, wir wollen in der Liga bleiben. Deswegen seid gespannt, was aus dem Spiel geworden ist und wir starten rein mit der Aufstellung. Let's go. Im Tor haben wir mit Kili gespielt, davor mit einer Fünferkette bestehend aus Phil, Bre, Jeff und Freddy und Umut. Da vorne Dreierkette mit Steve, Tom und Marco und vorne haben Lerche und ich gespielt. Ihr seht es, Freunde, ich bin in der Startaufstellung. Ich habe mich mega gefreut und wollte das Ganze natürlich auch jetzt krönen mit einem guten Spiel. Und was daraus geworden ist, schauen wir uns jetzt an. Aber das wird auf jeden Fall, Freunde. Let's go. Alle Spiele der Regionalliga West live und on demand auf Sporttotal. Freunde, man sieht direkt auch mal die Unterschiede in der Regionalliga. Wir haben auch schon im Tivoli gespielt in Aachen. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Hier, ihr seht schon, die Perspektive, aus der gefilmt wird, ist relativ niedrig. Und das Stadion in Strahlen ist sehr, sehr klein. Aber die Sonne schien und gute Bedingungen waren auf jeden Fall da. Wir starten rein ins Spiel. Lerche und ich stürmen nach vorne. Und die erste Chance im Spiel gehört auf jeden Fall dem SV Strahlen. Die kommen nämlich hier über die rechte Seite. Man sieht es erst gar nicht so richtig, weil noch was im Weg ist. Jetzt stürmen sie aber nach vorne, spielen den Ball hier in die Mitte. Der hat Zeit, sich zu drehen, flankt hier und der Ball kommt sogar aufs Tor. Ich dachte im Spiel, dass er ganz klar drüber geht, aber Kili hat den Ball. Hier steht auf jeden Fall noch ganz klar die Null. 15. Minute, Strahl kommt das zweite Mal nach vorne, wieder über die rechte Seite. Und der mit den blonden Haaren war auf jeden Fall sehr, sehr dribbelstark und sucht ja auch den Abschluss. Ich finde den Abschluss auch gar nicht schlecht, allerdings zu mittig und Kili hat den Ball. Damit brennt da gar nichts an. Wir kommen das erste Mal nach vorne hier, nämlich in der 21. Minute. Ball auf Dennis. Dennis klatscht auf Tom und Tom steckt mir den Ball durch. Was ein Zuckerpass. Und ich möchte ihn jetzt auf die kurze Ecke bringen. Der Torwart spekuliert aber und hat den Ball. Kein guter Abschluss von mir. Kann man auf jeden Fall besser machen, keine Frage. Zweite Aktion, die richtig gut war von uns offensiv, war hier von Marco, der hier den Ball auf mich durchsteckt. Ich will den Innenverteidiger kreuzen. Ja, und die Grätsche, Freunde, ist einfach nur richtig stark. Kann man nichts gegen sagen. Macht er richtig gut, war auch gar kein Foul. Also er trifft mich natürlich auch, aber spielt ganz klar den Ball. Richtig gut. 30. Minute, Freunde. Kili wird angegriffen, bringt den Ball nach vorne. Lerche verlängert den Ball. Und dann bin ich frei vom Tor, sehe, dass der Torwart draußen steht und ich mache mein erstes Regionalliga-Tor, Freunde. So eine Genugtuung, ich habe mich so geisteskrank gefreut. Richtig geil. Alle kamen auch zum Gratulieren und zum Jubeln, weil sie genau wussten, was mir für ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ja, Mann, wir gehen 1-0 in Führung. Ist ja nicht nur mein erstes Tor, sondern hier auch ein extrem wichtiger Führungstreffer für uns. Wir gehen jetzt mit einer Führung hier ins Spiel rein. Sehr, sehr stark, sehr, sehr wichtig und auch verdient zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Wir haben echt viel nach vorne gemacht. Meine Chance von vorhin noch und jetzt die Chance zeigt auf jeden Fall, dass es verdient ist. Strahlen kommt jetzt hier aber vor der Halbzeit nochmal nach vorne und bekommt hier den Ball, bringt einen Volley aufs Tor und Kili hält ihn richtig stark. Also eigentlich war Kili immer, als er heute gefordert wurde, war er im Kasten und war da, hat den Ball gehalten, richtig stark hier vor der Halbzeit. Strahlen bekommt nochmal eine Ecke, die können wir klären und ich bekomme jetzt den Ball über die rechte Seite und setze hier einen Sprint an, sehe aber dann, dass Marco in der Mitte frei ist. Lerche erkennt das auch. Guck mal, geile Ballbehandlung jetzt von Marco. Und Marco spielt jetzt hier nach links außen. Lerche bekommt den Ball und nimmt sich den Volley. Freunde, wenn der reingeht, ich schwöre es euch, das ist das Tor des Jahres. Wie krass wäre das Tor gewesen. Wir sind jetzt aber in der zweiten Halbzeit. Und Steve bringt jetzt hier den Ball auf Lerche. Es war kein Abseits. Der Innenverteidiger hebt das Ganze auf. Ich starte jetzt von 2 auf 1. Lerche schießt aber den Torwart an, beziehungsweise spekuliert der Torwart auch gut, muss man sagen. Und somit passiert hier nichts mehr raus. Jetzt Flanke von links, wird erstmal nicht gefährlich, dann kommt aber die Flanke nochmal zurück und der Kopfball, gar nicht so ungefährlich, wird jetzt hier scharf gemacht. Phil kann zum ersten klären, dann wird hier nochmal geschossen, dann kann Bre auf der Linie klären und dann wird der Ball drüber geschossen. Also Freunde, Strahlen ist jetzt echt ganz gut ins Spiel gekommen und kann hier richtig, richtig Dampf machen. Das war richtig knapp für uns. Tom spielt jetzt hier rechts auf mich, ich kann den Ball festmachen. Geht zurück, erkennt, dass Tom in der Mitte frei ist. Tom kann aber nicht so richtig was daraus machen und spielt mich nochmal an. Ich bringe den Ball in die Mitte. Ja, ich weiß nicht, ob es Hand war, Freunde. Kann man auf jeden Fall reklamieren. Aber habe ich nicht gemacht in der Szene. Eddie sieht, dass Lerche auf dem zweiten Pfosten frei ist. Und der macht den Ball zum 2-0 rein. Was ein geiles Tor, Freunde. Ich habe mich auch mega gefreut, beteiligt zu sein an der ganzen Szene. Aber wie krass macht er das Tor. Also Lerche ist einfach ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass den
Ball in der Liga nicht viele so nehmen und so reinmachen. Richtig, richtig stark. Zack, in die lange Ecke rein. Also, der Junge ist auf jeden Fall eine absolute Maschine. Er getroffen, ich getroffen. Perfekt, richtig, richtig gut. Jetzt sind wir in der 64. Minute. Man könnte meinen, der Deckel ist schon drauf auf der Partie. War aber leider nicht so. Strahlen kam irgendwie immer besser ins Spiel, was aber auch an uns lag, weil wir sie haben machen lassen. Jetzt hier die nächste Szene. Strafraum auf jeden Fall gut besetzt von Strahlen und dann ist der Ball drüber. Schon wieder drüber, aber wie brenzlig war das? Und wenn hier der Anschlusstreffer eine halbe Stunde vor Schluss fällt, wird es auf jeden Fall richtig gefährlich. Kili muss hier meiner Meinung nach eigentlich rauskommen, sieht den Ball aber nicht aufgrund der Sonne. Und Freddy kann dann den Ball zur Ecke klären. Auch das wieder eine absolute hundertprozentige Chance für Strahlen. Und haben es aber irgendwie nicht geschafft, den Ball über die Torlinie zu drücken. Jetzt kommt Strahlen in der 78. Minute wieder über die linke Seite, ziehen hier nach innen und suchen jetzt einfach mal den Abschluss. Gar nicht so ungefährlich. Kili erkennt aber, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Und somit steht es weiter 2:0. Eigentlich eine safe Nummer, aber Freunde, wir kamen nicht mehr nach vorne. Strahlen hat gedrückt ohne Ende. Ich war mittlerweile ausgewechselt. Simon, der Große, die Nummer 19, wurde eingewechselt und so waren Lerche und Simon jetzt zusammen vorne und jetzt zieht Strahlen nach innen und da ist der Kopfball und so fällt halt das Tor. Wenn du die ganze Zeit drückst und Chance um Chance hast, irgendwann fällt das Tor und Freunde, ich kann schon mal sagen, es gab 5 Minuten Nachspielzeit. Das heißt, uns standen jetzt noch 10 Minuten Zittern bevor, 5 regulär, 5 in der Nachspielzeit. Ja und Freunde, ich kann auch jetzt schon mal vorwegnehmen, wir kamen echt nicht mehr so richtig nach vorne und es wurde noch richtig knapp. Wir stoßen jetzt an und hier in der 87. Minute Strahlen mit dem nächsten Angriff. Erst über die Mitte, dann über rechts außen. Auch gut hier nochmal verlagert, sogar noch die Fußspitze dran bekommen. Hier die Flanke, erst angetäuscht und jetzt ja, hat er eigentlich viele gute Flanken, finde ich, im Spiel gebracht. Und jetzt nimmt er sich hier selbst den Schuss. Vielleicht wäre hier die Flanke die bessere Option gewesen. Wir sind in der 90. Minute, Freunde, und jetzt kommt, glaube ich, die krasseste Aktion. Strahlen kommt über außen. Hier mit dem Wirbelwind, mit den blonden Haaren. Und jetzt wird der Ball hier in die Mitte gebracht. Erstes Geflipper, verteidigt. Zweites Geflipper, verteidigt durch Bre. Da kommt der Ball nochmal in die Mitte. Und wieder ist es Bre, der den Ball rausköpft. Die Aktion ist aber immer noch nicht geklärt. Wir erobern hier wieder den Ball. Jetzt hat Juli die Murmel, bringt den Ball nach vorne. Simon sieht den Ball aber nicht so richtig. Junge, wir haben es einfach nicht mehr geschafft, das ganze Spiel zu entlasten. Aber der Schiri pfeift hiermit das Spiel ab. Freunde, wir haben 2:1 gegen Strahlen gewonnen. Ein Spiel, was man auf jeden Fall deutlich, deutlich souveräner hätte zu Ende spielen können. Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sporttotal. Sei es drum, ich bin mega happy, dass ich mein erstes Tor machen konnte, dass wir heute gewonnen haben. Eigentlich ein komplett runder Tag für uns, auch wenn es am Ende sehr, sehr spannend war. Wie die Rückfahrt war, konntet ihr euch denken, wir haben auf jeden Fall gut gefeiert. Jetzt ist es nochmal richtig spannend um den Abstieg, um die Abstiegsplätze. Wir spielen jetzt gegen die U21 von Köln am Samstag um 16 Uhr. Somit ist es eigentlich das nächste Spiel um die direkten Abstiegsplätze. Wenn ihr uns beim Spiel supporten wollt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns auf euch. Auch jetzt in Strahlen waren viele von euch da, hat mich mega gefreut. Fotos machen, Autogramme geben und ich bekomme eigentlich nur das positive Feedback, dass ihr die Reihe hier feiert und das ganze Projekt. Richtig, richtig cool. Danke dafür. Euch bei euren Spielen viel Erfolg. Bleibt gesund und dann sehen wir uns zum Spiel gegen Köln. Es wird spannend, Freunde. Haut rein.